Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Stefan Goldenstein Wildlife. Wir machen heute mal was relativ Besonderes, denn ich habe heute mal Zeit in die Lüneburger Heide zu fahren, denn dort habe ich am Wochenende eine Tagung und dementsprechend reise ich schon einen Tag früher an und möchte da versuchen, ein paar coole Tierarten vor die Kamera zu bekommen. Ich bin schon mal in der Lüneburger Heide gewesen, allerdings ist das schon wirklich sehr, sehr lange her und ich hatte damals auch kein so gutes Equipment wie heutzutage, sodass ich hätte, ja, sag ich mal, Vogelarten, Tierarten fotografieren können und das möchte ich heute alles nachholen. Im Vorfeld habe ich mich natürlich schlau gemacht, was man so alles in der Lüneburger Heide finden kann und da habe ich herausgefunden, dass es dort 5 Vogelarten gibt, die da momentan auch vorkommen, die ich noch niemals gesehen habe. Und dazu habe ich noch die Option, sogar Wölfe zu fotografieren. Ob das alles klappt? Man weiß es nicht. Also der Wolf ist ja ein sehr, sehr scheues Tier. Das wäre schon ein Jackpot, wenn ich den kriegen würde. Und ansonsten wäre da noch das Bierkuhn, was auch sehr, sehr schwierig sein wird zu finden. Denn leider findet man dafür online überhaupt keine Informationen, an welchen Orten es vorkommt. Das heißt, da muss ich eine ganze Menge suchen. Und zusätzlich möchte ich noch versuchen, 2 Eulenarten zu finden. Einmal den Raufußkauz und den Sperlingskauz sowie die Heidelerche. Die Heidelerche ist wahrscheinlich die allerhäufigste der Arten. Die wird momentan auch reihenweise gemeldet, aber bei uns hier in Ostfriesland ist sie eher selten anzutreffen und wenn dann nur auf dem Durchzug. Und deswegen versuche ich es dann in der Heide. So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich loskomme, denn wir haben es gerade 4.30 Uhr und ich fahre ungefähr 3 bis 3,5 Stunden und dann bin ich zumindest am Morgen da und kann dann noch ein paar Aufnahmen direkt machen. So, bis gleich in der Heide. Tja, und da steht er schon mitten in der Lüneburger Heide. Hinter mir seht ihr jetzt noch keine Heide, das ist noch ein Grünfeld, aber es piept hier schon überall und das freut mich richtig. Direkt hinter mir, ich würde mal sagen so in 300, 400 Meter Entfernung, da steht ein einsamer Kranich auf dem Feld. Den habe ich jetzt schon mal gefilmt und was ich hier überall höre, sind viele, viele Feldlerchen. Und ich meine auch schon eine Heidelerche gehört zu haben, was dann für mich ein Leifer wäre. Was euch vielleicht auch auffällt, es hat hier gefroren. Wir haben gerade -2 Grad. Wer hätte das gedacht? Am 8. März, also in Ostfriesland, wo ich losgefahren bin, hatten wir, glaube ich, +3 und hier haben wir jetzt -2. Saukalt, aber egal. Ich habe richtig Bock jetzt loszulegen. Die erste entdeckte Tierart der Heide war ein Kranich. Im morgendlichen Frost putzte sich der Kranich ausgiebig. Die majestätischen Kraniche können eine Flügelspannweite von fast 2,5 Metern erreichen. Etwas kleiner waren die Lerchen auf einem Acker nebenan. Hier waren Feldlerchen und Heidelerchen zu beobachten. Die Feldlerchen waren deutlich in der Überzahl. Über 50 Stück konnte ich hier beobachten. Sie bevorzugen kurze Wiesen als Bruthabitat und meiden baumreiche Vegetation. Auch ein paar Heidelerchen waren anzutreffen. Sie kann man gut am weißen Augenstreifen von den Feldlerchen unterscheiden. Ein Trupp Wacholderdrosseln war auf einem Feld auf Nahrungssuche. Sie sind noch auf dem Rückzug in die nördlichen Brutgebiete. Dort werden sie dann das Gruppenleben auflösen. Stare sind wesentlich sozialer und brüten sogar teilweise auf engstem Raum nebeneinander.
Auch sie sind noch teilweise auf dem Rückzug in ihre Brutgebiete. Angekommen in den Brutgebieten sind bereits die Misteldrosseln. Sie singen bereits seit einigen Wochen und bauen bereits ihre Nester. Auf einem Acker konnte ich zwei der Misteldrosseln auf Nahrungssuche beobachten. Hauptsächlich dienen ihnen Würmer als Nahrungsquelle. Auf dem Weg in die Heide kam ich noch an einem Rudel Rehe vorbei. Sie grasten und rasteten auf einem Grünland. Dann kam ich endlich in eine Heidelandschaft in der Südheide an. Glockenheide und Besenheide, soweit das Auge reicht. Herrlich! Ja, ich bin endlich angekommen in der Heide. Richtig, richtig schönes Gebiet. Ich liebe es hier. Es sieht einfach so anders aus wie in Ostfriesland. Obwohl wir in Ostfriesland natürlich auch ein paar Heideflächen haben. Aber die sind nun mal nicht so großflächig wie hier. Einfach ein Träumchen. Die erste Tierart, die ich in diesem Habitat filmen konnte, waren Goldammern. Sie sangen fleißig in jedem dritten Baum. Von vorne sehen sie richtig goldig aus. Jetzt hatte ich gerade richtig Pech. Oder sagen wir mal so, ich war einfach ein bisschen zu blind. Ich habe da vorne eine singende Goldammer. Und da wollte ich mich dann langsam anschleichen, bin immer näher gegangen. Und genau 10 Meter vor mir ist da eine Heidelerche hochgeflogen. Die saß direkt auf dem Weg. Und ja, ich habe einfach nicht auf den Weg geachtet. Richtig ärgerlich. Das wäre eine schöne Aufnahme geworden. Oh ja, und scheinbar sind wir in der Nähe von einem Truppenübungsplatz. Denn hin und wieder schießen die hier mit Panzern. Das hört man richtig, dann gibt es einen richtig lauten Knall. Und kurz danach gibt es noch einen viel lauteren Knall. Und hier fliegen auch die ganze Zeit Hubschrauber durch die Gegend. Also ich glaube, heute ist Übungstag auf dem Truppenübungsplatz. Ja, ich bin jetzt mal in so einem Waldstück unterwegs, sag ich mal. Und hier habe ich schon tatsächlich einige sehr schöne Waldvögel angetroffen. Unter anderem zwei Haubenmeisen. Dann eine Weidenmeise hat gesungen. Ich habe meinen ersten Waldbaumläufer dieses Jahr, der gesungen hat. Das war auch sehr schön. Und da ist auch wieder Halligalli im Baum. Tannenmeisen singen übrigens relativ viele. Oh, da oben fliegen zwei Rotmilane. Das ist auch schön, aber ist leider sehr weit weg, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich die drauf kriege. Aber es singt wirklich alles hier im Wald. Also man merkt wirklich, dass der Frühling beginnt. Obwohl das noch so arschkalt war heute Morgen. Ne? Ich glaube, wir haben es jetzt gerade 1 Grad über 0 oder so. Aber hier singt einiges. Ich lasse euch mal ein bisschen lauschen. Auf einem Sandweg ging ich durch ein Waldgebiet. Hier sang wirklich alles. Nun galt es nur noch, die Vögel auch vor die Linse zu bekommen. Immer wieder ertönten die Schüsse der Panzer. Hört mal genau hin.
Das schien die Weidenmeise aber nicht wirklich zu stören. Sie ist kein Zugvogel, sondern überwintert stets in ihrem Brutgebiet. Die Haubenmeisen ziehen ebenfalls nicht in den Süden. Sie habe ich hier recht häufig angetroffen. Auch die Wintergoldhähnchen waren hier sehr zahlreich. Eine sehr schöne Beobachtung war mein erster Waldbaumläufer im Jahr 2024. Da ich noch in mein Hotel einchecken musste, machte ich mich zunächst auf den Rückweg. So, der Wind, der frischt gerade ein bisschen auf, deswegen stehe ich hier gerade so ein bisschen im Busch. Egal, ich möchte nämlich jetzt erstmal eine kurze Abmoderation machen, denn ich werde jetzt so langsam Richtung Hotel fahren. Da werde ich dann schon mal einchecken und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Bis gleich! Am frühen Abend besuchte ich das Büsenbachtal. Hallöchen, da bin ich auch schon wieder. Wir haben es mittlerweile schon 17 Uhr, denn ich habe ein kleines Nickerchen gemacht da im Hotelzimmer. Bin ja auch relativ früh aufgestanden, da muss auch mal ein kleines Nickerchen sein. Ich habe jetzt auch ganz leichtes Gepäck nur mit, nur meine Kamera, Stativ liegt noch im Auto, denn hier sind viele Leute unterwegs und dementsprechend hätte ich dann sowieso die ganze Zeit nur Gequatsche auf der Kamera oder irgendwelche Leute vor der Kamera. Ja, und außerdem bin ich ein bisschen mobiler. Dann gibt es halt erstmal für heute Nachmittag nur Bilder und morgen früh gibt es dann wieder Videos. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Schöne Wege durchziehen das Gebiet. Es lädt regelrecht zum Spazierengehen ein. Ja, am Waldrand habe ich noch einige Vögel antreffen können. Blaumeisen, Kohlmeisen, eine singende Tannenmeise, zwei Stieglitze, jede Menge Erlenzeisige. Die sind wirklich überall hier unterwegs und die singen hier sogar, was ich ganz cool finde. Und ja, das war es dann auch erstmal schon. Und jetzt bin ich gerade in der Heide angekommen. Ich glaube, das ist kein großes Stück Heide, sondern wirklich nur so ein Mini-Gebiet. Aber darin kann ich mich dann eine Stunde beschäftigen. Die ersten Fotos gelangen mir von einer Blaumeise, gefolgt von einer Kohlmeise. Kurz darauf überraschte mich ein Trupp Kraniche. Diese imposanten Vögel waren schon früh durch ihr Tröten zu hören. Langsam senkte sich die Abendsonne. Ja, hier mittendrin sind ein paar richtig hübsche Teiche. Da ist bestimmt einiges los an Amphibien in ein paar Wochen. Ein kleines Bächle. Sowas gibt es in Ostfriesland gar nicht. Das ist aber hübsch. Kleines Update. Ich habe gerade noch zwei Buchfinken, zwei Buntspechte und einen Eichelhäher gesehen. Den Eichelhäher habe ich aber noch nicht auf die Kamera bekommen. Die beiden anderen Arten wohl. Aber naja, ihr kennt ja meine fotografischen Fähigkeiten. Bilder blende ich trotzdem mal ein. Ein Buchfink freute sich über die letzten Sonnenstrahlen. Hier versuchte ein Buntspecht, den anderen Specht zu vertreiben. Auch ein schöner Sperber stattete mir einen Besuch ab. Er kreiste für einige Minuten über meinem Kopf. Ich verlasse jetzt die Heidezone und komme gleich wieder in die sogenannte Waldzone. Mal gucken, was mich da noch erwartet
auf den letzten 10 Minuten. Also Bilder werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr hinkriegen, weil da wird es einfach zu dunkel sein. Ihr habt es ja schon gesehen, die Sonne, die ist schon fast ganz untergegangen. Naja, aber wir haben ja noch ein paar Ohren. Vielleicht hören wir was Cooles. Was da so schön singt, das ist eine Tannenmeise. Die haben wir auch gar nicht mal so häufig in Ostfriesland. Und hier habe ich die wirklich so gefühlt alle 100 Meter. Richtig cool. Ziemlich mittig kann man die kleine Tannenmeise entdecken. Wesentlich größer ist da die ähnlich aussehende Kohlmeise. Zum Schluss konnte ich dann auch noch ein Wintergoldhähnchen vor die Kamera bekommen. Ich kann mein Auto schon sehen. Das heißt, für heute ist erstmal Schicht im Schacht und wir machen dann morgen früh weiter. Bis morgen, Leute. Haut rein. Ich hoffe, euch hat der erste Teil der tierischen Reise durch die Lüneburger Heide gefallen. Auch im zweiten Teil der Reise konnte ich einige tolle Tierarten vor die Kamera bekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, euch einen schönen Tag.